Und damit willkommen zurück zu einer weiteren The Force-Folge. Willkommen im neuen Jahr zusammen mit der Buggy und der Marina. Moinsen. Hallo. Frohes Neues. Ich weiß jetzt nicht, das kommt, glaube ich, nur... Mädchen, nein. Frohes Neues, Mädchen, nein, du nicht. Du hast kein frohes Neues. Nein, ich bin hier gerade, ich habe gerade zu tun hier. Oh, Entschuldigung. Hallo, kommst du bitte aus der Tür raus? Danke. Ja, ich bin Schwarz-Weiß-Film. Die haut richtig rein, ne? Hm. Huch. Gott, ey. Ich würde euch ja gerne helfen, aber... Alles gut. Ich habe ja nichts zum Heilen und, naja, einen roten Balken, denn einen Schlag, der ist wahrscheinlich schon wieder weg. Ich nehme ein Medikament mal für mich selber, dankeschön. Ah, gute Arbeit. Der Wind hier wieder geht richtig los. Gibt's hier was zu essen? Ja, Heidelbeeren. Ach ja, stimmt. Das gibt jetzt mal was anderes zu essen hier. Das sind immer nur Heidelbeeren. Vorhin stell mal vor, wie viel Zucker wir uns da reinpfeifen, ne? Durch die ganzen Heidelbeeren. Ja, aber ich meine, der braucht ja so viel Energie anscheinend. Stimmt auch wieder. Das ist, könnte eigentlich ganz gut gebrauchen. So wie der ganze Zeit rumquengelt. Zucker ist, wird sofort verarbeitet. Ist ja nicht auf Dauerspeicher. Ja, aber... Okay, deswegen ist der wahrscheinlich die ganze Zeit so... Stimmt, ja. Könnte gut sein. Ich repariere mal eine Runde, weil irgendwie alles ist hier kaputt. Oh, back ich wieder The Weeknd. Wir sind alle The Weeknd, ne? Ist doch gut so. 1, 2, 3, 1, 2. Nur Buggy ist jetzt noch kein Stewardess. Hä? Okay, mir fehlt noch ein Knochen. Nur einer. Nur ein Knochen. Bitte. Gib ihn mir, bitte. Oh Gott. Nur ein. Jetzt verbrenn doch mal. Außerdem, guck, der hat 6 Arme hinten drauf. Warum gibt er nicht mehr Knochen? Unglaublich. Ja, Knochen. Pff, damit kann ich doch nichts machen hier. So, 3 Knochenrüstungen. Jetzt ein bisschen was futtern. Mal. Okay, die Hasen, die geben ich. Ja. Die dann gleich die ganze Zeit. Wollten wir gerade. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte das. Superfood. Das. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Und das. Nee, das. Ja, ich bin gerade hier am zusammen. Hä, wie mache ich nochmal Zähne dran? Kann ich an dem Speer was dran machen? Nee, an dem Speer nicht. Ah, okay, dann hat sich nur das geklärt. Und dafür brauchst du Harz und... Ja, das weiß ich. So. Buggy, kommen Sie mit. Ja. Ach, warte kurz einen Moment, ich bin noch hier am Zusammenwürfeln, damit ich ein bisschen mehr... Die Falle hat auch ausgelöst irgendwann. Lol. Na gut. Kann man die wieder fertig machen, oder? Ja, mit Federn habe ich sowieso nicht. Immer mit dem Stock. Superb. Jo. Kann wieder einer reintreten. Jo. So, dann... Es war immer nur geradeaus von hier aus. Relativ geradeaus. Mhm. Hast du noch dein Taucherdings an, ne? Jo, da ist so. Dadurch ist man langsamer, ist mir aufgefallen. Echt? Ja. Ein bisschen. Das ist wirklich direkt um die Ecke. Das ist, ne? Unsere erste Höhle. Hier ist Höhle. Das, oder was? Ah ja. Ja, ich weiß noch Buggys Titel. Die Höhlen sind hier anders. Es ist so ein Scheiß, merke ich mir. Aber wann jemand Geburtstag hat, was? Wann habt ihr eigentlich Geburtstag? Ah, ich habe jetzt die perfekte Antwort. Was? Ich habe jetzt die perfekte Antwort. Ich habe am Valentinstag Geburtstag. Das fragt sich Hiski bestimmt, was ist das für ein Tag? Das war der 1. April, ne? Nee. Das ist kein Scherz. Also nicht 1. April hier. Nee, aber natürlich, weil ich Valentinstag ist. 14. Februar. Ja. Gut, die Axt ausrüsten ist ja in Ordnung. Mit dem Tricks. Ich wollte drüber springen. Das weiß ich gar nicht mehr, dass wir das Ding da aufbrechen mussten mit der Axt.
Oh, hallo, Freunde! Nein. Der hallo, ich bin der persönliche Bodyguard von Buggy. Bitte geht weg. Und geht er weg. Trifft geht weg. Natürlich wieder mich, so, der Wichser, ne? Ab hier, da, runter da, runter da, runter da, runter, runter mit dir. Oh. Runter, er ist auch noch oben. Risky. Oh, ich töte ihn. Ich hab gedacht, ihr seid jetzt beide hochgegangen. Mann, runtergegangen. Nee, ich bin Buggy, ja tot. Schon wieder. Bitte schön. Ja. Nee, ich wollte nur, ich wollte den runterschubsen, deswegen habe ich gerade runter da, runter da. So. Ah, das war dann. War das hier weiter geradeaus oder war das den Weg da runter? Ich glaube, es war hier runter, oder? Ich glaube auch, aber hier sind noch Snacks. Und eine Taschenlampe? Taschenlampe wo? Direkt da, wo ich bin. Krass, waren wir überhaupt? Weiß ich nicht. Wo ist hier eine Taschenlampe? Direkt unter mir eigentlich. Ach, ach ja, und wir brauchten Batterien dafür. Ja, da, was ist denn das? Herzen. Bah. Kann ich nichts machen. Herzen schmecken lecker, muss man sagen. Also Hühnerherzen. Aha. Ich kann mich nur an die eine Szene von Game of Thrones erinnern. Irgendwie erste Staffel, wo die Daenerys musste das Herz essen. Ach so, von einem Pferd, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, es war. Nicht so toll. Nein. Und Underwood wird irgendwie gesagt, Game of Thrones, so viele Sexszenen. Und ich dachte mir so... Oh nein! Hast du den jetzt... Du gehst gerade runter mit dem Buggy. Du hast ihn auf die Schulter getragen. Jo, was weiß ich, was das schon wieder für ein Fasching ist. Ne? Ich wollte ihn vorher eigentlich ablegen, aber... Das ging ich hab gedacht, was kommt? Ich hab gedacht, was kommt denn da runter? Ah, Leute, guck mal, unser Dingsbums ist auch noch hier. Ach, schön. Ist das der Raum? Da müsste ein See sein irgendwo. Ja, das ist direkt hier. Du kannst ihm mehr tragen. Druckluftflaschen, ja, schön. Das ist doch für Buggy, lass es. Ach ja, unser Dings ist noch hier. Ja, wo ich einmal gespawnt bin. Ich bin ja einmal gespawnt. Ach hier. Hier war das denn? Ach so, lol. Genau bei dem Typen. So, jetzt müsstest du das Ding haben, ne? Ja. Gut, dann können wir jetzt zur anderen Höhle latschen. Das heißt, erstmal Stöcker wieder mitnehmen. Okay, erstmal hoch. Da, Seil. Ah, eine schöne Weltreise. Man eigentlich sich auch Fackeln bauen oder so zum Mitnehmen? Nö. Aber das wäre mal eine Innovation hier, oder? Statt diesem jämmerlichen Feuerzeug mal eine Fackel zu haben. Ja. Es ist eh bescheuert, das Licht vor sich zu halten, weil man dadurch auch teilweise geblendet wird. Was, Fackeln oder Feuerzeug? Allgemein, wenn man Licht vor sich hält, was halt eben auch in die eigenen Augen scheint. Hm. Deswegen, so wenn man einen Film irgendwie sieht, wie er mit so eine Fackel vor sich hält und dann irgendwo reinleuchtet, du siehst dadurch nichts. Weil du, wenn du die Fackel direkt vor den Augen hältst, halt eben erstmal volle Kanne geblendet wirst. Was ist das? Okay. Immer über sich halten oder hinter sich, ne? Ach, hier hast du die 200 Stoff her, glaube ich. Ja. Das ist jetzt nicht gerade wichtig, was hier rumliegt, deswegen. Und Stoff kann man endlos tragen. Ja. Aber Kleidung? Ja, nee, drei. Ah, mehr als drei geht nicht. Ja, tut mir leid. Seil? Nee, mehr als vier? Nö. Ihr braucht das zwar für 100 Dinge, aber nee, mehr als vier, das wird nicht. Ach so, das. Ding. Ja, hab ich das nicht? Ich hab gedacht, ich hätte schon im Inventar. Ja, schau dir das ruhig an, aber geh bitte weiter, während du das machst. Oh mein Gott. Oh, herrlich. Kann man nicht zerstören. Dorf. Ach hier, Lagerfeuer. Wir haben die Höhle übrigens gekennzeichnet, so klug wie wir sind. Buggy? Ja. Ja, mit Grün. Ach so. Die Höhle. Wo Buggy gestorben ist. Ja, wir wollen doch die Sachen holen, oder? Ja. Ja, dann waren doch da noch irgendwelche Bastardos, ne? Hattet ihr Wir haben doch alles freigeräumt, oder? Nein, die zwei Nebenhöhlen, wo wir eine Tränke. Ah ja, stimmt, da wo wir, da war ja was, wo wir gesagt haben hier. Genau. Musst du selbst sehen, das ist nicht zu beschreiben. Oh Gott. Bin gespannt. Ich überhole dich mal, ne? Ich wollte dich überholen, aber meine Energie ist jetzt auch flott.
Ich spring mal dabei, dann geht die noch schneller alle. So, aus vielen, aus einigen Spielen kenne ich, wenn man springt, ist man schneller, aber hier, ne. Minecraft zum Beispiel, springst die ganze Zeit. Ja, aber wenn du springst, dann geht die Energie nicht weg. Nicht? Nee. Ich habe immer das Gefühl, dass die so ganz, ganz kurz ein bisschen schneller abläuft dadurch. Könnte aber auch Einbildung sein. Weil, wie wir alle wissen, Einbildung ist auch eine Bildung. Ich habe Aloe, Entschuldigung, ich habe Aloe Vera gesammelt. Nice. Ja. So voll die, voll das Erlebnis. Oh, Aloe Vera. Ich glaube, man braucht 3 Sachen für Medizin. Ich habe auch Samen, das heißt, aufgesammelt. Das heißt, ich kann auch hier ins Beet reintun. Warte, hier sind Kupfer. Ja, vielleicht sollten wir ein neues Beet noch dadurch machen, ne? Ich meine, Baumstämme haben wir draußen genug. Oh, jetzt mach doch die Koffer auf, Mann. Muss er dem runtergucken direkt. So. Bei der. Der Ding. Lol. Die Fahne schwebt sogar. Hä? Wo ist die Fahne hin? Ach, da. Weil die, ich habe die im grünen Gras jetzt nicht gesehen für eine kurze Zeit. Na, erkennst du die Stelle, Buggy? Ja. Volle Kanne dran vorbeigelaufen, ne? Ja, wir sind immer am Strand lang gegangen, also. Ne? Ja, das stimmt. Ja, da achtet man ja auch nicht drauf, da ist so eine Felsspalte da. Ach, das ist Marina. Ich habe gerade, hab ihren Namen nicht mehr gesehen. Kann ich eigentlich... Ich war bei den Koffern, Entschuldigung. Achso. Was brauche ich dafür noch? Alkohol. So, ich habe jetzt einen neuen Speer, ne? Mit Alkohol vorne dran. Das geht? Wie geht das denn? Speerrechtsklick, Alkohol, Stoff. Alkohol und Stoff. Oh, und Stoff. Dann kann man den anzünden, aber ich glaube, dadurch verbraucht man. Mit L? L gedrückt halten, ja. Solltest du jetzt nicht machen. Ja, okay. Alles klar, okay. Ich bin bereit. Aber Alkohol verbraucht man dann, ne? Wahrscheinlich. Ich glaube, du verbrauchst sogar die gesamten Speer dadurch. Was? Du kannst mal ausprobieren, Hiski, du schaffst das schon. Ach, der hat schon wieder Hunger, mein Honk. Aber ich habe schon ein paar Snacks habe ich eingesammelt. Na dann, über den Weg geradeaus. Ich speichere hier nochmal ab. Wäre vielleicht schlau. Wo ist denn hier das Speicher? Hallo, Speicher. Ja, jetzt Speicher, Junge. Da muss ich in einem bestimmten Winkel das Zelt angucken. Eigentlich damit nicht. Er speichern kann. Vielleicht kann nur der Hoster speichern. Nee, ich kann auch speichern. Ah, ich musste das direkt schön angucken. Und Buggy, bitte nirgendwo abbiegen oder so. Ja, danke schön. Ach, und ja, die Höhle, wo wir... Erstmal hinterherkommen, ja. Und da, wo diese Mutanten waren, das war dieses Seil gerade eben, ne? Wo wir runtergehen sollten. Whisky? Da war gerade so ein Seil, da konnte man runter. War das nee, die... Nee, es gab 2 Stellen. Achso. Die zweite Stelle kommt jetzt erst gleich. Da war vorher so Bretter im Weg. So, immer in Richtung meinen Namen. Ja, du bist halt so, relativ so schnell. Ich komm auch kaum hinterher hier. Ich renn halt. Ihr seid auch schon wieder ganz woanders. Also, ich muss erstmal. Also, unter mir. Ich glaube, ihr seid das Seil schon runtergekrochen, ja. Ne? Ja. Siehst? So. Ja. Da, ja. Hiski schon wieder 5 Kilometer voraus. Ich bin nur. Du hast einen Stock in der Hand. Okay. Ich bin nur Seil runtergerutscht. Das kommt jetzt, weil ich nichts anderes ausgerüstet habe, weil Inventar leer ist, glaube ich. Blup. Oh, hier ist Wasserfall. Oh, hier ist schön. Waren wir schon? Soll ich diese Frage ernsthaft beantworten? Ich weiß nicht, das kenne ich nicht. Ja. Ah, doch, ja, hier, ja, ich kann mich erinnern. Da ist nichts drin, kannst du vergessen. Außer die eine Explosive. Wenn Explosiv draufsteht, ist eine Explosive drauf, ansonsten ist da nichts drin. Juhu. Oh, man kann die Bank zerstören, sehr gut. Ja, aber weiß doch nicht wofür, aber. Für den Zerstörungswahnsinn. Ja. So. Ein bisschen Spaß muss sein. Hier ist es, Buggy. Viel Spaß. Ah ja, hier wieder. Siehst du eigentlich diesen Schädel, Buggy? Ja, die 2 sehe ich sogar. Na dann, viel Spaß. So. Muss aber anziehen, ne? Dann. Achso, hier. Ja. So. Ja, weil wenn ohne das Tauchergerät tauchst, dann hast du ja kein Licht auch, weißt du?
Stimmt. Das ist total assi. Deswegen habe ich das auch immer nicht gesehen, wo ich hinschwimme so richtig. Das war halt auch so ein Problem. Deswegen ist okay, es halt auch daneben. Ich sag mal, das Ganze, wie viele Uhren trägt eigentlich diese Frau? Ja. Oh, geil, das sieht doch richtig gut aus hier wieder. Ja, du hast wieder die Stewardess-Anzug. Ja, ich habe mich gleich umgezogen, unten noch. Im Wasser. Oh. Aber ich nicht mehr, ne? Doch. So, dann hau ich mir gleich nochmal. Nee, obwohl, nein, doch, nee, hast du nicht. Oh, nee, stimmt. Nee, warte, ist immer noch nicht. Wenn du mit der Maus hier überhaupt was steht. Oh, jetzt, ja, jetzt hab ich's. Na dann auf zu den, ja, ne? Genau, Spaß. Zu denen. Da können wir unseren neuen Speer dann benutzen. Der hoffentlich danach nicht komplett flöten geht. Ah, jetzt ist ihm schon wieder kalt hier, sagt er. Oh Mann, ist das ein Jammerlappen, ey. Ich meine, da liegt unbedingt ein Dynamit rum. Ja, ist wirklich so. Das ist wirklich. Ich höre schon Leute wieder. Nur ich. Ich zähle für mehrere Leute, tut mir leid. Ich habe gerade irgendwas Ureinwohnermäßiges gehört. Oh ja, das ist es, ne? Yep. Ja, guck mal, Buggy, hier. Schönster Ausblick. Wieso friert meiner denn jetzt schon wieder? Was so, ist mit dem? Explodier, denen, explodier! Nein! Hau doch nicht ab davon. Hab ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Oh, da sind Babys jetzt auch, die dazukommen. Muss hier, ich das schon mal Pfeile? Muss ich. Explodiert. Hm? Ich keine Ahnung, was brauche ich denn? Wie machst du die Feuerpfeile nochmal, Alkohol? Ja. Pfeile, Stoff. Okay, alles gut. Ja, hab verstanden. Stirb doch mal. Mach doch mal, Junge. Mach doch die. Zünde die doch an. Er ist zerfetzt. Wir können runter. Er ist tot. Jetzt bin ich die ganze Zeit am werkeln, wie ich meine Pfeile anzünden kann. L gedrückt halten. Hab ich ja, aber der will wieder mal nicht tun. Das Problem ist, wenn man die zerfetzt mit Dynamit, dann lassen die leider keine Mutantenrüstung? Ja. Deswegen, man kann sie verletzen damit, sollte man. Aber dann bitte abbrennen oder so. Und hier, die Videokamera. Oh. Hör was? Die Videokamera? Ja, dafür, jetzt musst du... Hast du die Kassette eingesammelt gehabt? Die war beim Zelt? Ja. Gut, dann können wir die jetzt... Hast du die auch, Marina? Ja. Gut, dann können wir... Warte, also nicht die... Warte, wo ist die? Da ist die. So. Sollen wir das gleichzeitig... Nee, ich habe eine Karte aufgehoben, warte. Ich habe zwei. Mittagessen mit Megan und Ankunft. Wo ist die Camcorder jetzt? Ganz unten. Wo, ganz unten? Direkt neben den Heidelbeer. Was muss ich damit machen? Nee, ich habe die nicht aufgehoben. Sich den auswählen oder was? Die liegt hier, da wo ich bin, Marina. Oder wie ist das? Du bist da hinten. Ah, danke. Kombinieren musst du. Oh, eine Camcorder. Oh, das muss ich mir erstmal angucken. Kombinieren? Ne, drei Kassetten habe ich. Ja, kannst aber nur mit einer kombinieren. Welche schauen wir uns an? Megans Ankunft mache ich. Megans Ankunft, okay. Okay. Und dann ausrüsten oder was? Ja. Ja. Ach, guck mal, kleine Megan. Okay. Mit der Sauerstoff. Wow. Das muss ich mir nochmal angucken. Der Film war so hochwertig. Und ich mache jetzt noch die andere Kassette. Mit. Wenn dann so ranzoomen oder mit, so? Mit Mittagessen. Ja, wäre schön, wenn man es könnte. Kann man leider nicht. Wow. Das ist wie Weekend. Das war Weekend. Warte mal ganz kurz. Das muss der. Warte, der ist jetzt in der Kantine. Ja, nee, The Weeknd! Der so, bitte keine Fotos. Bitte nicht aufnehmen. Ich muss erst mal hier ein Feuer anzünden. Meine, der hat schon übelste Abspackungen jetzt hier. Ja, dann mach doch. Was habe ich jetzt hier aufgesammelt? Was? Die Karte! Oh, die weiße Keycard. Ja, oh, die habe ich auch gerade auf. Die ist wichtig. Ja. Warte, ich helfe dir.
Ja. Bitte nicht reinlaufen. Wie wir die jetzt alle angezündet haben. Ah, sah schön aus. Sorry. Ich war laut. So, jetzt. So, jetzt die erste Höhle haben wir fertig, jetzt fehlt noch die andere da. Hast du die Keycard, Buggy? Was für eine Karte? Eine weiße. Keycard, also die Schlüsselkarte. Eine weiße, die sehr blutverschmiert ist. Nö. Die lag direkt irgendwie in der Nähe vom Camcorder. Ja, neben deinen Füßen lag die irgendwo da. Hab ich auch sehr hier, gut. Hier, dann muss sie ja noch liegen. Ja, ja, genau, das ist jetzt. Die. Das ist sehr die. Gut. So, aber wie es dann eine andere Höhle da, also hier noch weiter aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und ja, wir wünschen euch noch ein frohes neues. Na ja, ne, ist ja schon. Ja, ne, irgendwie erste Januarwoche oder so. Schaut auch unbedingt bei den anderen beiden vorbei. Sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin. Cheerio. Tschüss. Ciao, ciao.